Selbstverständlich. Ich verstehe. Moment. Ich habe Sie gerade nicht genau verstanden, Herr Venciabo. Wissen Sie, die Leitung nach Peking ist, machen wir Menschenrechte leid, machen wir, jawohl. Werden wir so am Markt platzieren bei uns im neuen Magazin, im Klugscheißer-Magazin, mit dem Ei-Bei-Bei? Ja, mei, dabei würde ich ihn wieder einsperren, gell? Ja, weil dann können Sie ihn vor dem nächsten Besuch wieder entlassen, gell? Sowas macht ja Stimmung, gell? Ja, gern. Totalitäres Gefängnis ist ja quasi Performancekunst, klar. Ja, dann grüßen Sie die Gattin, gell? Was? Hang on, hang, 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 ja. Genau. Und die drei Chinesen mit dem Kontrabass, gell? Ja. War Spaß. Wiederhören. Bruno! Rick! Grüß dich! Sag mal, Bruder, jetzt, wo ich hier bin, hast du eigentlich? Ich habe, so, ich wollte überhaupt fragen, sag mal, diese Kampagne für das Olympische Komitee da in Südafrika, das war doch dein Konzept, nicht wahr? Was ist denn da schiefgelaufen? Ich weiß es nicht. Du wolltest doch die Leute da, die Delegierten, motivieren, nicht wahr? Also ja, ich war sehr freundlich. Ich habe ihnen zukommen lassen ein Brezenkörbchen und ein Abendessen mit Michael Ballack. Ja, der hat doch damals das Tor gegen Südkorea geschossen. Richtig, ja. Du, und was war denn noch, so im Motivationskörbchen? Da war drin eine Kuckucksuhr und zwei Freikarten für Kathi Witt. Gut, weil wir gerade von Meinungsfreiheit sprechen. Aber wir sprechen doch gar nicht von Meinungsfreiheit. Du nicht, aber dein T-Shirt. Kaffee? Ja, bitte, Espresso. Sehr gerne. Sag mal, Rick, was ist denn los mit dir? Bist du narrisch geworden? Ich habe einen riesen Auftrag an Land gezogen von der chinesischen Regierung und du läufst Reklame für die Konterrevolution. Das geht doch nicht. Hast du nichts Anständiges zum Anziehen? Irgendwas von Versace, von Gucci, von Valentino oder von diesem Teilzeit-Nazi, wie heißt denn der da, der den Hitler so toll gefunden hat da? John Galliano, Chefdesigner bei Dior. Du, die Kaffeemaschine hat einen qualifizierten Abschluss gemacht, hä? Bruno, mit Verlaub, bei allem Respekt, aber das ist nicht nur ein Kleidungsstück. Ja? Das, so, warte, hier. Hier steht es. Bruno, das ist nicht nur ein Kleidungsstück, das sagte ich bereits, das ist ein Bekenntnis zum Sieg des Idealismus über den Kapitalismus im Kostüm des Kommunismus. So sieht's aus. Dann passt ja. Dieses Outfit zu einem Superkapitalistenberater. Ja, genau darüber wollte ich doch mit Kaffee. Kaffee kommt. Genau darüber wollte ich doch mit dir sprechen, lieber Bruno. Und zwar, was hältst du denn davon, wenn wir in Zukunft einen Teil unserer Arbeit den Armen und Entrechteten zukommen lassen? Ach so, ja, natürlich. Arme und Entrechtete. Ja, du, weißt, freilich, warum nicht? Ich kenne nur so wenige Arme und Entrechtete, die Aktientipps brauchen und Imagekampagnen. An wen denkst du da so? Was hältst du davon? Zum Beispiel dachte ich an die Barrikadenstürme von Stuttgart 21. Den könnten wir doch unseren kostenlosen Rechtsbeistand beistellen. Was? Dann spinnst du jetzt, oder was? Natürlich können wir das machen, aber meinst du Zäune niederreißen und Pflastersteine schmeißen? Findest du das in Ordnung? Ja. Also, ich finde es nicht mehr durchgehend in Ordnung, dass ich es bisher durchgehend nicht in Ordnung fand. Sag mal, ist es Restalkohol oder Midlife? Midlife-Crisis. Midlife-Alkohol. So, guten Morgen, Freunde, Römer. Rick, cooles Shirt. Danke. Sinnlose Statements in aktuellen Sommerfarben. Monika, bei allem Respekt, aber das ist nicht sinnlos, ja? Ah. Das ist nicht sinnlos, sagte ich bereits, das ist auch ein Symbol für die Macht der Fantasie im Kampf gegen den Zynismus, der
Zyniker? Zyniker. Genau. Ja, weißt du, Monika, der Rick, der hat nämlich die Gerechtigkeit und die Revolution für sich entdeckt, gell, Rick? Ja. Wie heißt sie? Wer? Die Frau, für die er das macht. Männer, die solche T-Shirts tragen, sind entweder blind oder haben sich gerade unsterblich in irgendeiner Weltverbesserin verliebt. Katinka Marie. Katinka Marie, das klingt schwer nach grünen Wählerin aus Freilandhaltung. Monika, entschuldige bitte, das ist eine großartige Frau, die sieht toll aus, die hat Locken, die ist sauber, die ist engagiert. Saubere Locken hat sie, aha. Ja, hast du die in echt oder als Bildschirmschoner? Rin, meine ich. Bruno, bei allem Respekt, ich war auf einer Demonstration gegen Ausländerfeindlichkeit. Aha. Okay, komm, Rick, seit wann gehst du auf Demos? Naja, ich war wie jeden Tag Gemüse einkaufen. Und Gemüse? Ja, das darf man wieder, geht wieder. Ja, und die Demo war zufälligerweise auch zum selben Zeitpunkt Gemüse einkaufen. Und plötzlich spricht mich die Kathi an und meint, hey, du, das finde ich ja klasse, dass ich als Ausländer quasi auf der Demo mich so für die demokratischen Rechte einbringe. Du, Ausländer. Ja. Rick, du bist so deutsch. Gegen dich ist der Cem Özdemir anatolischer Bergbauer. Du, und Rick, wie schaut jetzt das aus? Ist jetzt das was Ernstes zwischen dir und Kalinka Dingenskirchen? Könntet ihr bitte endlich aufhören, mich in dieses Kreuzverkehr zu nehmen? Ja? Nur weil ich mal ein bisschen mehr Privatleben haben möchte. Privatleben? Ja. Und Privatleben ist das Heroin der Arbeitnehmer. Ja. Ja. Wenn du damit anfängst, willst du immer mehr davon haben, dann wirst du abhängig, du, das ist ganz schrecklich. Du, und dann hat sie mich gefragt, was ich beruflich mache. Dann hast du natürlich gleich mit deinem tollen Beraterjob und deinem tiefer gelegten Dienstradl gepunktet, gell? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe humanized. Was hast du? Humanized. Hast du das angemenschelt? Ach so. Du hast aber dann hoffentlich schon was hergenommen, oder? Ohne. Nein, Moment, entschuldige, ich meinte meinen Beruf. Ich habe ja gesagt, dass ich beruflich Berater bin, ja? Für Greenpeace, für Attack, für, also für mehr gegen Stuttgart 21, alles zum Selbstkostenpreis natürlich. Rick, komm, du, lass uns mal ein paar Schritte gehen. Ich habe das Gefühl, du brauchst jetzt jemanden, der dich bei der Hand nimmt und der dich auf den richtigen Weg führt. Weißt du, Rick, als ich so alt war wie du, ja? Weißt du, da habe ich auch so komische Sachen gehabt wie Penthouse, Porsche, weißt, und Charakter und Gewissen. Und das ist normal in dem Alter. Das ist Pubertät, das ist Acne Moralis. Ja? Aber weißt du, Porsche und Penthouse, die waren mir immer treuer als die anderen beiden Charakter und Gewissen. Da bin ich immer enttäuscht worden. Porsche und Penthouse waren mir treuer. Ganz großer Satz. Ist Ihnen das eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass alle Leute, die auf einmal berufsbedingt charakterlos werden, so tun, als hätte die Moral mit Ihnen Schluss gemacht und nicht umgekehrt? Immer dieses, ach, ich war ja mal so ein feiner Mensch, dann ist der böse Erfolg gekommen und mit meiner Seele fremdgegangen. Alles arme Opfer, alle. Strauss Kahn zum Beispiel, der war mal ein ganz lieber, flauschiger, knuffiger Bärchentyp, bis der Erfolg kam und ihm gesagt hat, Dominik, ab heute hast du Weltmacht, einen 16-Stunden-Tag, aber dafür darfst du alles schnackseln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wenn's nicht reicht an den Bäumen, darfst du auch noch schütteln. Und falls... Und falls was schief geht, dann nehmen wir uns einfach 10 Detektive, die dein Opfer so lange durchleuchten, bis irgendwann rauskommt, die hat in Arkansas mal im Alter von 7 Jahren einen Lutscher geklaut, vorsätzlich, und oral genossen. Da wird die Vergewaltigung wohl auch erfunden sein. Okay, gut, man weiß jetzt nicht, was in diesem Fall genau wirklich passiert ist. Aber allein, dass es Menschen gibt, die ihr Leben nur damit verbringen, im Dreck der anderen zu wühlen, und dafür auch noch belohnt werden. Schäbiger Job, oder? Haben Sie übrigens mitgekriegt, dass die Macher von Guten Plug, das sind diese Internet-Gescheithafer, die zusammen mit über 1000 Helfern die Doktorarbeit von Karl Theodor zu Gutenberg gelegt haben, dass sie einen Preis gewonnen haben, und zwar den Grimme Online Award.
auch Judas Award genannt. Denn ja, Geld hat es wahrscheinlich auch dafür gegeben. Gut, jetzt keine 30 Silmerlinge, aber zumindest ein Ferienhaus auf Zakynthos. Die gehen ja jetzt gerade recht günstig her. Ich finde das auch. Ja, ich finde das auch richtig. Denunziantentum muss sich schließlich lohnen. Und wenn Sie dann genug Routine haben, dann bewerben Sie sich bei Gutenplug als Rechercheur. Das ist vielleicht eine Drecksarbeit, aber der Krimi-Preis im Regal macht schon richtig was her. Und denunzieren Sie immer weiter. Es lohnt sich. Schauen Sie, zwei Krimi-Preise ergeben zum Beispiel eine wunderbare Buchstütze. Die haben wir jetzt im Café. Oh, ja. Rick? Wir haben ja eine Menge Leserpost bekommen. Das ist unglaublich. Hier ist ein Leserbrief mit der Hand geschrieben. Es gibt nur Leute, die mit der Hand schreiben können. Kannst du nur mit der Hand schreiben? Es ist lieb, dass du nachfragst, aber das brauche ich nicht mehr. Ich habe nämlich auf meinem iPad eine Diktierfunktion für Linkshänder. Tatsächlich? Ja. Du liest einmal, schau. Unglaublich, wir sind begeistert und top großartiges Heft, genau das Richtige. Ja, die erste Ausgabe vom Klugscheißer-Magazin ist sehr gut angekommen. Du, ich bin ganz stolz. Schau dir das an. Der Klugscheißer, das Magazin. Die Leute haben das gekauft wie blöd. Oh. Verstehst du? Da gab es eine Nachfrage, da war ein Bedürfnis da. Ich bin ganz stolz drauf, dass das so hingehauen hat. Du, Rick, was glaubst du, woran es liegt? Was glaubst du, warum dieses Heft so gut angekommen ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht, weil sich die Leute wahnsinnig gerne belehren lassen. Ich weiß es nicht. Ich habe es gehasst, wenn es Menschen gab, die mir was erklären wollten und immer alles schon wussten. Ja? Das ist grauenvoll, dieses Gescheithafertum. Wie sagst du, diese Oberlehrer, dieses Oberlehrergehabe. Da kann der Typ vorne noch so nett sein. Hier, wie heißt der? Friedmann. Ja, da kriege ich schon einen Hals. Ich weiß schon, Rick, du erklärst wahrscheinlich selber. Nein, das nicht, aber ich möchte auch nicht für blöd gehalten werden. Na ja, da gehörst du dann eher zu einer Minderheit. Das habe ich mir gedacht. Schatz, die meisten Leute, die ich kenne, die benutzen doch vorgefertigte Meinungen und Gedanken. Zum Beispiel Stuttgart 21. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest dir da selber Gedanken dazu machen. Das geht doch gar nicht. Du nimmst doch gerne mal eine Meinung her, die ein anderer vorproduziert hat. Ja, ja, Stuttgart 21 ist sehr komplex. Ich bestreite das auch gar nicht. Also ich meine, die Welt ist ja mittlerweile sowas von undurchsichtig geworden, das hält man gar nicht mehr aus. Natürlich, früher war das einfacher. Da gab es oben, unten, Himmel, Hölle, Gut und Böse, Max und Moritz, Marianne und Michael. Da war alles klar. Aber heute ist alles viel, viel komplizierter. Es gibt so viele, wie soll man sagen, Zwischenräume. Ja. Ich habe ehrlich gesagt auch den Eindruck, der Mensch wird heutzutage dauernd überfordert. Mhm. Ja, da ist doch wesentlich angenehmer, wenn man sich gedanklich versorgen lässt. Also vom Profi, ja, vom Meinungsmacher. Also Bruno, von wem lässt du dich denn bitte gedanklich versorgen? Ja, es kommt drauf an. Es gibt ja eine ganze Reihe von hervorragenden Meinungsversorgern. Bild-Zeitung, gell? Du liest die Bild-Zeitung, gell? Du auch schon mal, natürlich. Das ist die Meinung to go, weißt? Wenn ich eine schnelle Meinung kriegen kann, ja, dann nehme ich die auch, ja. Ich wechsle auch die Anbieter mal freilich. Und du, neulich habe ich mir sogar mal die Meinung von einer Religion anbieten lassen. Ach, das ist dann quasi Religion to go. Und die ja. FAZ ist Meinung to sit. Ja, ja, und die Zeit ist Meinung to sleep. Was ist denn mit Süddeutsche? Genau. Süddeutsche, oh, das ist natürlich High Fidelity, verstehst du? Das ist das 12-Gänge-Menü mit passender Weinbegleitung. Also quasi Meinung Gourmet. Ja, ja, also ich habe auch schon Meinungen direkt vom Hersteller bezogen. Mhm. Zum Beispiel von den Grünen. Direkt vom Bauernhof. Von freilaufenden Denkerhennen. Ja, also kriegst du so nur bei den Grünen. Früher hat man auch bei der SPD noch schöne abgepackte Meinungen bekommen, weißt? Aber das ist vorbei. Der Markenkern der SPD ist irgendwie weg. Mir kommt die SPD vor wie so eine vertrocknete Nivea-Creme, weißt du? Wenn du die Schachtel aufdrehst, dann staubt dir die Creme schon entgegen. Ja, das stimmt. Die SPD ist sehr sprühe. Das kommt mir auch so vor. Aber was kann man dagegen tun? Wer ist eigentlich bei der SPD zuständig für die Meinungsmache? Ja, so viel ich weiß, der Gabriel und die Andrea Nahles. Ach. Gabriela Nahles, nie gehört. Aber sag mal, was ist eigentlich mit diesem Brand? Der dürfte doch auch schon locker an die 100 sein, oder? Ist schon ein Ding, ehrlich. Immer wenn ich an die SPD denke, habe ich direkt wieder Lust, lieber. Heute in Tatar, ich mache Chinesisch weiter. Ich wiederhole den Satz nochmal. Ja, genau. Sag's einfach nochmal. Ich sag's einfach nochmal, oder? Kostet ja nichts. Okay, wo war ich denn geblieben? Beim Ding, gell? Du, ich geb dir einfach noch mal die Stichwort, ja? Idee, Bruno.
Gib mir auch noch mal das Stichwort, Monika. Du, wer macht eigentlich die. Ja, die Meinung bei der SPD. Wer produziert die eigentlich? Das wolltest du wissen. Gabriel und Andrea Nahles. Gabriela Nahles? Nie gehört. Also, übrigens, was ist denn eigentlich mit diesem, wie heißt der? Dieser Brand? Der müsste doch locker schon an die 100 sein, oder? Es ist wirklich komisch. Immer wenn ich an die SPD denke, kriege ich direkt Lust, wieder selber zu denken. Apropos selber denken. Ich habe da einen Vortrag vorbereitet für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja. Ich muss die Kollegen loben. Ich lobe die Kollegen ungern aus der Consulting-Branche, aber diese Agentur, die dieses Bild von den hässlichen Deutschen in Griechenland gezeichnet hat, also okay, was die sich dabei gedacht haben, als sie diese Kampagne ins Leben gerufen haben, also da ist was gelungen. Respekt. Die Griechen wissen jetzt, was sie von den Deutschen zu halten haben. Die Deutschen sind, was sind's? Gemeint sind's, gell? Vor allem die Merkel, dieser Matz. Oh, du, die Merkel ist eine falsche Schlange, du meine. Ja, sagen sie in Griechenland. Weil die Merkel in Griechenland an die Gurgel gegangen ist, weil sie ihnen die Luft abgedrückt hat. Sie stellt Bedingungen für die europäischen Kredite. Ja, das ist einmal ein Bild von uns Deutschen, wo man sagt, schön. Ist es nicht. Aber stimmen tut's. Auch nicht. Und die Korruption in Griechenland, die kommt woher? Na, aus Deutschland, sagen die Griechen. Und das stimmt ja auch irgendwie. Ne? Sie haben in Griechenland die letzten Jahre 7 große Skandale gehabt. Und immer waren deutsche Unternehmen die Hauptakteure. Siemens, logisch, sowieso. Die haben ja einen Ruf zu verlieren. Also immer... Der Geschäftsführer in Griechenland war zwar logischerweise ein Grieche, aber das Unternehmen ist halt ein deutsches. Und was wir immer vergessen, die Griechen haben sich zwar verschuldet, aber nur, um damit den deutschen Export anzukurbeln. Die Griechen haben mit ihrem Geld in Deutschland die Arbeitslosigkeit abgebaut. Ja, da schaust, gell? Was stimmt ist, dass sie Schulden haben, aber so viel schon, dass sie praktisch, ja, wie sagt man da? Bleibt es an. Jetzt leihen ihnen die Banken sogar noch mehr Geld, damit sie die Schulden bezahlen können, die sie nie bezahlen werden können. Ja. Es ist ungefähr so, wenn ich am Spätzle einen 50er leih und ihn irgendwann frage, du sag mal, kannst du mir vielleicht den 50er mal zurückgeben? Und er sagt, du na, ich kann dir das Geld nicht zurückgeben, aber weißt du was, leihst du mir einen 100er, dann kann er dir den 50er zurückgeben. Und und wenn du mir dann noch 150 gibst, ja, dann kann ich dir auch den 100 zurückzahlen und dann sind wir quitt. Und weil das so logisch ist, ja, hat sich die Merkel von dem kleinen Franzosen, von dem Nicolas Sarkozy, ja, le petit funet, also der zu dem... Ja, das haben sie sich überzeugen lassen, ja? Weil die französischen Banken für uns Deutsche so wichtig sind. So. Rick, du, entschuldige, spielst du da? Nein. Ich kontrolliere unsere Facebook-Seite und zwar ich überprüfe den Freundesstand, den aktuell. Und, haben wir die Tausender-Marke schon geknackt? Du wirst erstaunt sein, wie viele Menschen unsere Freunde werden wollen. Ja, wie viel? Kein einziger. Keiner? Das gibt's doch gar nicht. Also mir kann's nicht liegen. Ich habe allein schon 5.000. Du hast 5.000? Ja. Sag mal her, wer ist noch dabei? Das wird mich interessieren. Das ist privat. Also die sind jetzt auch nicht alle so eng, aber es sind schon welche dabei, von denen ich schon mal gehört habe, glaube ich. Also Entschuldigung, an mir kann's auch nicht liegen. Ich habe über 3.000 Anfragen rausgestellt. Ja, dann waren das halt die... falschen 3.000 Trick. Vielleicht müssen wir einfach weiter unten ansetzen. Ich habe gehört, der Westerwelle nimmt zurzeit jeden Freund. Moment, jetzt glaube ich, kommt eine Freundschaftsanfrage. Genau, ja, wer sagt's denn? Joschka Fischer. Besser als gar nichts. Und für die Unpolitischen vielleicht noch jemand wie Mario Basler. Und vielleicht für Frauen-WM Birgit Pritz. Beckenbauer. Beckenbauer, haben ja eigentlich Beckenbauer unsere Freundschaft angetragen, dem Konsenskaiser. Du, wenn wir einen Beckenbauer zum Freund haben, mein du dann laufst, dann wollen alle mit uns befreundet sein. Sag mal, was ist mit so einem Heilsbringer wie Xavier Naidoo?
Ah, den könnte ich anschreiben. Ich plan gerade was mit ihm für die Nahles. Ja. Xavier Naidoo singt das Godesberger Programm mit einer Soulband aus Chemnitz. Quasi ja, Image-Kampagne für die Wechselwähler aus dem Osten. Oder vielleicht sogar Nelson Mandela. Guter Mann, sauber überbelichtet. Was? Nee, geht auf keinen Fall, Mandela. Der ist Menschenrechtler. Stell dir vor, die Chinesen, die schauen bei uns auf die Facebook-Seite und stellen fest, wir haben den Mandela da drauf. Dann stornieren die sofort unseren Auftrag bezüglich der Menschenrechtsdarstellung. Verstehst? Nein. Du, China ist ganz, ganz dünnes Eis, gell? Das wissen wir, die Merkel, deutsch-chinesisches Verhältnis. Vorsicht, gell? Ich sag euch gleich, also haltet euch zurück mit China-feindlichen Aussagen, gell? Das schaust du mich so an. Was habe ich denn damit zu tun? Ja, du. Ach, Bruno, entschuldige bitte, nur weil ich mal ganz höflich in einem Nebensatz angedeutet habe, dass man eben bei China vorsichtig sein solle, weil China durchaus sehr gefährlich sein kann. Und zwar deswegen, weil die Chinesen die größten Kopisten aller Zeiten sind. China kann nämlich alles nachahmen, und zwar so, dass du die Kopie vom Original nicht mehr unterscheiden kannst. Egal, ob es ein BMW ist, egal, ob es die Doppelgänger von Saddam Hussein waren. Hätte man sie nämlich umgedreht und am Plastikschnauzbart hätte gestanden, Made in China. Hier ein ganz konkretes Beispiel für chinesische Plagiatsliebe. Die kleine, putzige österreichische Ortschaft Hallstatt. Bitteschön. Und genau so was Tolles wollen die Chinesen auch. Sie bauen Hallstatt nämlich jetzt in diesem Moment in China maßstabsgetreu 1:1 nach, inklusive See. Gute Frage, wie haben sie das gemacht? Ich meine, fällt das dann nicht auf, wenn in einem 800-Seelendorf jeder Zehnte plötzlich ein Chinese ist und mit einem Meterstab in der Hand rumläuft und dabei jeden Pflasterstein fotografiert? Und natürlich haben die Chinesen nicht gefragt, ob es den Hallstättern was ausmachen würde, dass sie ihre Heimat einfach nachbauen. Die Plagiatspläne sind überhaupt nur deswegen öffentlich geworden, weil sich ein Chinese verplappert hat. Ah, Scheißdreck, haben wieder mal verplappert. Und die Chinesen haben bereits seit Jahren deutsche Produkte kopiert. Aber jetzt wollen sie die gesamte Bundesrepublik kopieren. Mit denselben Einwohnern, derselben Regierung, aber mit konstantem Sonnenschein bei 25 Grad und leichtem Südostwind. Das neue Deutschland wird dann heißen BR-Dick. Bundesrepublik Deutschland in China. BR-Dick. Und das Tolle daran, auf Deutschland gibt es nicht mal ein Patentrecht. Auf dem 3er BMW schon. Deutschland wird dann, wie gesagt, 1:1 mitten in China reingebaut, aber Vorsicht, ohne Seezugang. Jetzt ist auch völlig klar, die China-Restaurants in Deutschland waren niemals dafür gedacht, Umsatz zu machen, sondern einfach nur den deutschen Speichelproben zu entnehmen, um sie dann klonen zu können. Ja, also. Die Chinesen werden in die neue BR-Dick bewusst ein paar Verbesserungen reinbasteln. Das neue Deutschland ist größer als die Bundesrepublik zum Beispiel. Besucher können bei schönem Wetter den Reichstag auf Knopfdruck 5 Minuten lang gemütlich brennen lassen. Der Bodensee ist natürlich beheizbar. Und die Alpen sind höhenverstellbar bis zu 9000 Metern. Die DDR wird ebenfalls 1:1 nachgebaut, aber als Themenpark mit Füttergehege für freilaufende Brandenburger und Sorben. Und wenn dann die BR-Dick in China mal fertiggestellt ist, wird das alte Deutschland den Chinesen nur noch als Ersatzteillager herhalten. Dann wird Wen Xiaobao auf das neue Brandenburger Tor in China steigen und sagen, Welcome to Germany, made in China. So, Kollegen, ich gehe jetzt mal kurz telefonieren. Wieso gehst du denn dafür raus? Ist ein Intimgespräch. Muss mit meinem Banker sprechen. Ja, Rick, er möchte dein neues Menschenfreundesherz nicht mit seinen schmutzigen Geschäften belasten. Ich mag diese Ironie nicht, Moni. Ja? Ich versuche nur, zwischen meinen geschäftlichen Interessen und meiner Moral zu vermitteln. Dann hast du irgendwann gemerkt, dass dir deine Moral noch nie einen Scheck geschickt hat. Ich merke, dass die Moral manchmal selber zynisch ist, ja?
Beispiel, ja. Wisst ihr zum Beispiel, wo diese Free-Tibet-Fahnen damals hergestellt wurden? Ha? Na? Also in China. Natürlich ist das zynisch, das ist klar. Aber es ist auch marktwirtschaftlich einwandfrei. Da waren sie halt am billigsten, verstehst? Rick, könntest du mal abspeichern auf deiner Festplatte. Und genau neben diese Kapitalismuskritik von deiner Katinka Marie. Was ist denn jetzt los? Sag mal, Entschuldigung, aber kann es sein, dass der irgendwie ein bisschen böse auf mich ist, oder was? Ich glaube, man ist nicht ein bisschen böse auf dich, der ist schon gescheit sauer auf dich. Ja, aber, entschuldige, warum? Weil ich mich einmal in meinem Leben in eine sympathische, freidenkende, selbstständige Frau verliebt habe. Du, was macht jetzt deine selbstständig denkende Frau eigentlich so beruflich? Die kellnert, ja. Und ihre Gage spendet sie, also zumindest das Trinkgeld. Sie wohnt in einer Wohnung, die gehört ihren Eltern und die Eltern steuern auch was dazu bei. Das ist echt klasse, Leute. Aha, verstehe. Also die ganz klassische 30-jährige ökoaktive Soziologiestudentin im 18. Semester mit biologisch abbaubarem Hennehaar, schicker Recyclinghandtasche aus Kunstleder, die, bevor sie sich irgendwann als Sozialreferentin in den Vorstand von irgendeinem halblinken Ökostromkonzern hochschläft, noch ein paar Lambrusco durchdöste Jahre die linke Betroffenheitsbohème mitnimmt. Woher weißt du denn das? Da. Sag mal, höre ich jetzt latent Vorurteile? Ist nur so eine Redensart. Ich meine, ich hätte auch sagen können, die Frau ist vielleicht ein bisschen unreif. Jetzt schau nicht so, Rick. Ich schlag vor, du lässt dir einfach von Bruno mal eine saubere Beratung verschreiben. Der kennt sich mit sowas aus. Glaub mir, du brauchst es. Okay. Wer, glauben Sie, hat mich vor einigen Wochen angerufen, damit ich deren PR neu aufstelle? Der DFB, Theo, wir fahren nach Lodge 20er, hat mich angerufen, damit ich beim DFB marketingmäßig ein bisschen frischen Wind reinbringe. Ich habe zu ihm gesagt, wenn ich die Nationalelf PR-mäßig verarztet habe, dann strotzen sogar Milchbubel wie Philipp Lahm sofort Testosteron, dass George Clooney gegen ihn wirkt wie ein kastrierter Hauskater. Meine Kampagne, Herr 20er, habe ich gesagt, separates the men from the boys, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, hat er gesagt, Testosteron, das wäre das Stichwort. Ich solle mich nämlich um die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft kümmern. Was, sage ich, das ist nicht der Ernst, Herr 20er, das geht nicht. Ja, wieso denn nicht, hat er gemeint, der Frauenfußball erfreut sich doch großer Beliebtheit. Ja, sage ich, aber nur, weil sich keiner traut zu sagen, dass Frauen, die Fußball spielen, niemanden, ich wiederhole, niemanden interessieren. Freilich gilt es als politisch korrekt, Frauenfußball gut zu finden. Du sagst ja auch nicht zu deinem vierjährigen Kind, wenn es ein Bild gemalt hat, ja, was ist denn das jetzt für der Haut, grüezi, grazie, es kann ja keine Sau was erkennen. Das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Obwohl es natürlich die Wahrheit wäre. Aber an so einer Stelle muss man lügen. Das fällt unter die Rubrik moralisch gerechtfertigte Notlüge, damit sich das Kind geliebt fühlt und zu einem selbstbewussten Menschlein heranwächst. Aber Frauen wie Birgit Prinz, seien's mir nicht böse, die brauchen doch kein Selbstbewusstsein mehr. Vor der läuft doch jeder Straßenschläger in Berlin-Marzahn schreiend davon. Beim Barrikadenkampf ist Birgit Prinz die Barrikade. Und im Tor der deutschen Damen-Nationalelf steht Matze Knob, der sich den Künstlernamen Nadine Angerer gegeben hat und vergessen hat, sich zweimal am Tag zu rasieren. Frauenfußball. Frauenfußball, Frauenboxen. Was kommt als nächstes? Eine Frau wird Bundeskanzlerin, trägt Hosenanzüge und verpulvert unsere Steuergelder in Kriegen oder verschenkt es an Mittelmeerurlaubsländer. Gott, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Gott sei Dank habe ich den Auftrag sofort abgelehnt. Denn man hat ja gesehen, was die Agentur, die die PR-Arbeit übernommen hat, verbrochen hat. Wie macht man der Republik kickende Frauen schmackhaft? Logisch, mit einer obligatorischen Fotostrecke im Playboy, klar. Sex sells. Aber die Mädels waren ja noch nicht einmal nackert. Also zumindest nicht Playboy nackert. Die waren mehr so, schauen's her, mehr so Hedwig Kurzmaler nackert. Das ist doch so die Vatikan-Version von nackert. Dagegen sind ja Burka schon fast pornografisch. Die setzen wenigstens noch Fantasien frei. Aber gut, wenn Frauen nun unbedingt in diese Männerdomäne rein müssen,
Vielleicht setzt das ja auch umgekehrt einen Trend. Und es gibt demnächst die Stuttgart Open der Männer im Müll runtertragen und die Männerweltmeisterschaft im Zuhören. Das wäre mal eine Revolution. Ich freue mich drauf. So. So. Amore, machst du mir einen schönen Cappuccino, bitte? Hast du mir nicht noch etwas zu sagen, Monika? Du sagst ruhig, darfst ruhig Moni zu mir sagen, wie immer. Vielen Dank für das Angebot, Monika. Was ist denn los? Bist du sauer? Hab ich wieder vergessen, Wasser nachzufüllen? Was war das gestern für ein Becher, mit dem du reingekommen bist? Becher? Ah, der Becher. Ja, mei, da war ich kurz bei Starbucks, aber ich bin nur ganz... Und hast dich dem erstbeste Coffee to go an den Hals geschmissen. Dass es ein Straßenstrich war, mach den Betrug nicht kleiner, Monika, eh? Ja, aber das habe ich doch nur gemacht, damit ich wieder weiß, was ich an dir habe, geschmacklich. Nur geschmacklich? Oh, als Maschine bedeutet dir also gar nichts. Na. Wie du so vor dich hindampft und so grunzt. Das ist so männlich, da steh ich wirklich drauf. Du hast es aus Liebe gemacht, um mich ein bisschen eifersüchtig zu machen. Ne? Ich hätte gestern beinahe eine Überdosis Entkalker genommen. Aber jetzt, ich bitte dich, sei wieder, sag mal wieder gut. Schau her. Was ist denn los? Warum tust du dir das immer wieder an? Ja. Du brauchst bloß auf die gegenüberliegende Straßenseite gehen. Da ist wirklich ein super Coffeeshop. Du kriegst ein super Kaffee mit Mineralwasser, Aroma und ein Karamell dazu. Und außerdem gibt es da zurzeit super T-Shirts schon mal. Ja? Jetzt doch vor ihr nicht, die ist doch so sensibel, Scheiß hat Selbstmord gemacht. Mensch. Ich hab's eh nicht mein, du. Ja, das hat auf Gegenseitigkeit beruht, glaubst das? Ja, Herr Steinbrück, beruhigen Sie sich, passen Sie mal schön auf. In Ihrem Lebenslauf befinden sich Löcher und mein Boss hasst Löcher im Lebenslauf, ja? Ich würde vorschlagen, Sie bringen erstmal die Finanzströme dieser Welt wieder in Ordnung und dann kriegen Sie vielleicht einen Termin bei meinem Boss, genau in dieser Reihenfolge. Ist das klar? Also, Peer, wer nicht wer, wenn Peer. Was? Tschüss jetzt. Affe! Boah, ey, was bildet der sich ein? Entschuldige mal. Entschuldige mal, Rick, das war ein Kunde von mir. Du kannst doch, wie redest du mit dem? Ich lass mich doch von dem Steinbrück nicht anquatschen, als wäre ich ein Sozialdemokrat. War das der Steinbrück, unser ehemaliger Finanzminister, der Peer? Sagt mal, ist der eigentlich noch in der Dings, in der... Nur sagt es. SPD? Ja, genau, das ist doch der große Nachteil vom Steinbrück, dass der in der SPD ist. Ja, der letzte Sozi, der mich voll überzeugt hat, das war der Schröder. Ja, der hat das Soziale auch im Privaten verwirklicht. Ja, 4 Ehen, alle Frauen gut versorgt, das nenne ich sozial und demokratisch. Ja, Moni, da muss ich dir recht geben. Auf dem Gebiet kann man dem Gerd überhaupt nichts vorwerfen. Also da hat er nichts abbrennen lassen. Der hat sich immer als Mann auch voll eingebracht. Liebe war für ihn mehr so ein gesellschaftliches Projekt der Moderne, weißt? Der hat sich immer gesagt, gelegentlich muss man auch mal eine Frau lieben können. Genau so. Vielleicht soll ich es noch machen? Nein, es war großartig. Warte. Vielleicht sollte die SPD in Zukunft einfach soziale Liebe versprechen, sozusagen quasi Social Love. Lass doch mal die anderen ran, darum SPD. Oder die SPD, die Mutti unter den Volksparteien. SPD jetzt auch mit Hüpfburg. Demokratie zum Aufblasen. Sag's mal. Ich glaube, sag mal, ist der Steinbrück eigentlich schon mal geschieden? Das ist doch überhaupt kein Kriterium, Mensch. Was du immer hast. Sag das nicht. Ich mag das, wenn Leute sich trennen können. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als Leute immer am Alten festhalten. Wenn irgendwas veraltet ist, muss man loslassen können. Das ist doch Teil der Sozialdemokratie, der Fortschrittsgedanke. Ich mag keine Leute nicht, die sich nicht trennen können. Aber irgendwie ist es auch schon wieder putzig, oder? Wie sich zwei, wie der Steinbrück und die SPD, ständig aus sogenannter Überzeugung das Leben zur Hölle machen, oder? Ohne Scheidung braucht der Steinbrück gar nicht antreten bei der DSDSK. Was? Deutschland sucht Dominik Strauss-Kahn? Nein! Deutschland sucht den Superkanzler.
Naja, aber das allein kann es doch auch nicht sein. Also ich muss jetzt mal ein bisschen Sachlichkeit reinbringen in diese Debatte. Der Steinbrück ist ein guter Mann, ich habe mit ihm gesprochen. Und wir haben ja auch schon die Rahmendaten abgesteckt für die Kanzlerkandidatur. Er wird es machen, er wird es machen. Er hat nur eine Bedingung, er braucht noch eine passende Partei dazu. Du, was ist hier mit Schalke 04? Na, das geht nicht, das sind Profis. Na, was wir brauchen, ist keine Partei. Also wir brauchen keine neue Partei, sondern eine Revolution in der Parteienlandschaft. Die Menschen haben keine Lust mehr, sich einer Partei zugehörig zu fühlen. Ich bin ein Roter oder ich bin ein Schwarzer. Ne? So haben sie früher gesagt. Gell? In Bayern hat man auch lange noch hören können, und ich bin ein Bayer. Und dann hat auch jeder gewusst, wo er hingehört. Ne? Zur CSU. Ja, die Zeiten sind vorbei, weil wer mag sich heute noch mit einem Seehofer oder mit einem Söder sehen lassen? Gell? Gut. Oder sagen wir mal Pronold. Gell? Wer mag sich mit Pronold identifizieren? Schau, den kennt schon kaum noch einer. Gell? Also, parteipolitische Identifikationsangebote lehnen die Leute immer mehr ab. Warum? Weil es eine Zumutung ist. Wer mag denn heute noch offen bekennen, dass er ein roter SPDler oder ein schwarzer Christsozl ist? Der wird doch für beschränkt gehalten. Ja gut, ein paar gibt's schon noch, aber das sind halt oft Individuen. Gell? Der Trend geht zum Individuum. Es gibt dann nur noch individuelle, einmalige Menschen. Der Bürger will halt selber denken. Und wenn er nicht denkt, dann denkt er, legt mich doch alle am Arsch. Ne? Ja, das ist normal. Wenn der Kopf versagt, dann wird immer öfter auf den Arsch verwiesen. Gell? Der Arsch hat nicht den besten Ruf. Nein, aber ohne ist auch noch keiner auskommen. Und wenn er erst einmal angefangen hat zu denken, der Bürger, ja, dann kommt das raus, was wir jetzt jeden Tag in den Medien anschauen müssen, der Wutbürger. Der Wutbürger, der hat einen Stinkwut, die er nicht loswerden will. Im Gegenteil, er will sie noch weiter steigern, weil er doch im Recht ist. Deshalb hat er mit Recht Wut. Der Wutbürger, der kämpft auf der Seite der Gerechten. Er kämpft an allen Fronten. Gegen Bahnhöfe, gegen Stadtbahnen, gegen Tunnelröhren, gegen Strommasten im eigenen Vorgarten. Weil er weiß, dass es die Parteien waren, die diese Projekte angeschoben haben. Was er überhaupt nicht mag, ne, der Wutbürger, wenn sie ihm die Wut nehmen wollen. Durch Schlichtungen, durch demokratische Abstimmungen, Mehrheitsentscheidungen. Das mag er ja gar nicht. Wahlen. Na, da gingen ja immer weniger hin. Gell? Deshalb mein Vorschlag, Wahlen abschaffen. Braucht kein Mensch. Habe ich schon einige überzeugt. Ja, also. Na, aber Wahlen abschaffen, das wäre mein Vorschlag für den Slogan der SPD, Steinbrück. Ne? Und statt der Wahlen schlage ich vor, der Bürger sollte einmal im Jahr über den Haushalt abstimmen. Ne? Vor allem über die Neuverschuldung. Ne? Wir zahlen ja, also wir Bundesbürger, zahlen ja 60 Milliarden Euro an Zinsen im Jahr. Nur für die Schulden, die wir im Bundeshaushalt haben. Ne? Das sind ja bald 2 Billionen. Wenn sich jetzt einer nicht damit befassen will, mit dem Haushalt, mit Einnahmen und Ausgaben, ja, dann kann er für den Steinbrück eine Vollmacht abgeben. Ne? Der macht dann alles zu seiner Zufriedenheit. Ja, zu unserer Zufriedenheit natürlich. Ja. Die Schulden müssen individualisiert werden. Was will ich damit sagen? Jeder Deutsche, vom Kleinkind bis zum Kreis in diesem Lande, hat 23.000 Euro Schulden. Jetzt schlage ich vor, jeder zahlt seine 23.000 Euro persönlich zurück. Und wenn der eine oder andere nicht kann, weiß doch nicht, dann muss er halt einen Kredit aufnehmen. Wir machen Deutschland schuldenfrei. So sparen wir jährlich 60 Milliarden an Zinsleistungen pro Jahr. Und die stecken wir dann wohin? In die Bildung. Und dann werden wir alle so gescheit, dass wir den Steinbrück nicht mehr wählen werden. Da muss ich vielleicht doch noch mal drüber nachdenken. Jetzt fehlt nur noch Stuttgart. Ich habe übrigens den Kretschmann angerufen wegen der Demo am Samstag. Moni, schön, dass du sagst. Ich bin ja am Samstag auf der Demo mit dabei, ne? Das hoffe ich. Du hast doch die Polizeiberatung organisiert, oder nicht? Ja, ja, natürlich. Was ich nur gerne hinzufügen möchte, ist, ich werde nicht alleine dort sein. Das ist ja logisch. Es werden ja über 5000 Polizisten erwartet. Nein, was ich sagen möchte, Katinka Marie wird mich begleiten. Hm. Ich werde es aber nicht als Überstunden aufschreiben, ehrlich. Was?
Bist jetzt narrisch geworden? Du gehst als Demonstrant zu einer Demonstration, die du selber mit vorbereitet hast? Du, Rick, wie ist denn die drauf, der Kalinka Dingenskirchen? Mehr so gemäßigt oder eher radikal? Also mein erster Eindruck war ökologisch radikal. Sie wirft gern, aber nicht weit. Mit selbstgehäkelten Pflastersteinen. Bruno, ich bitte dich, die Stuttgarter Polizei und wir werden uns prächtig verstehen. Am Samstag diese Demonstration gegen Stuttgart 21, das wird ein Freudenfest der Liebe mit vielen sympathischen Menschen. Da bin ich mir ganz sicher. Der Winfried Kretschmann nämlich hat vor einigen Tagen bei mir angerufen und er ist in großer Sorge, natürlich wegen der Demonstration. Was ist, fragt sich der Kretschmann, wenn die Situation eskaliert und er als erster grüner Ministerpräsident den Schussbefehl geben muss? Ich habe Herrn Kretschmann empfohlen, er soll mit den Demonstranten reden. Und zwar mit jedem Einzelnen. Kretschmann quasi als Bauzaunflüsterer. Sollten die Demonstranten nicht kooperieren, muss Kretschmann auf eine alte, bewährte Methode zurückgreifen: den Bauzaun to go. Der Demonstrant nämlich sieht einen Bauzaun und läuft intuitiv überall dorthin, wo der Bauzaun hinläuft. Die Demonstranten werden dann direkt zu einem Open-Air-Konzert umgeleitet. Dort stehen auch Bauzäune drumherum und wenn sie darüber geklettert sind, dann spielt dort die Firma Pur. Das beruhigt die Demonstranten. Außerdem, die Polizei benutzt ausschließlich biologisch sauber kompostierbares Waffenmaterial. Beispielsweise tragen die Polizisten statt Schlagstöcken Gurken, was endlich zur Rehabilitierung dieses beunrechteten Gemüses beiträgt. Das tut mir jetzt mehr weh als dir. Die Polizei weckt ebenfalls ökologisches Bewusstsein bei den Demonstranten. Entschuldigen Sie bitte, aber unter dem Stein, den Sie gerade werfen wollen, wohnt eine schwäbische Juchtensteinlaus. Ich wollte es bloß einmal gesagt haben. Der Bundesfreiwilligendienst feiert Bestandspremiere und greift den schwäbischen Senioren gerne mal unter die Arme. An kleinen Infoständen erklären die Buftis den Oldies, wie man einen Molotow-Cocktail ordentlich zusammenbaut, um dann beim Dosenwerfen einen Plüschkretschmann abzuräumen. Ich habe Herrn Kretschmann dringend empfohlen, die Demonstranten von der Bundeswehr begleiten zu lassen. Die ist ja momentan eh vom Aussterben bedroht und wird deshalb von den Demonstranten eh nicht angegriffen. Die Bundeswehr wiederum wird vom WWF bewacht. Diese Aufgabe übernehmen Panda-Bären. Sollten also Demonstranten auf die Idee kommen, Polizisten anzugreifen, werden diese von den WWF-Panda-Bären unter Zuhilfenahme von Bambusstöcken mächtig in die Flucht geschlagen. Ich meine, was für eine Party, oder? Die Buftis passen auf die Fundis auf und die Oldies, die Realos, schmusen mit der grünen Polizei und lassen sich ordentlich von den Pandas verprügeln. Also, Herr Kretschmann, grüner wird's nicht. Ich wollte fragen, ob ihr kurz 5 Minuten auf mich verzichten könnt. Die letzten 5 Minuten, in denen du nicht da warst, das war letzte Woche von Montag bis Mittwoch. Ist das wegen deiner neuen Öko-Tussi? Ich habe gerade eine SMS bekommen, sie steckt direkt vor der Tür. Kann ich kurz runter? Ich bin auch gleich wieder da. Du, woher weiß die denn, wo du arbeitest? Ich meine, hast du denen oder hast du ihr erzählt, dass du... Bruno, entschuldige mal bitte, keine Angst. Ich bin doch nicht blöd. Ich habe der Katinka gesagt, ich würde euren Laden ausspionieren und die Daten direkt weiter an Attack geben. Clever, was? Nicht so clever? Geh ruhig, Rick. Geh und lass dir Zeit. Ja, weil das Türschloss werden wir jetzt wahrscheinlich gleich auswechseln müssen. Bist du irgendwie sauer auf mich ein bisschen? Na, okay. Dann passt ja. Ja. Bis gleich. Er ist wieder mal richtig sauer auf dich, Rick. Ciao. Ich bin enttäuscht! Ich fix noch mal, da kümmert man sich um den wie ein Weak. Vater. Ja. Wenn er verliebt ist, der Bub. Es geht einfach, gell?
wo ich gerade diesen super Auftrag vom Bundesinnenministerium aus Berlin an Land gezogen habe, diese Imagekampagne für Deutschland bzw. gegen Deutschland. Ja, was jetzt? Für oder gegen Deutschland? Ja, also sowohl als auch, wie halt immer, ne? Es geht um diese Flüchtlinge, weißt, Monika, um die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, also die nicht kommen dürfen. Freilich kommen sie nicht, es wird alles dafür getan, dass sie nicht kommen. Die Italiener fahren da übrigens eine klare Linie, die schmeißen es gleich wieder ins Meer zurück. Oder setzen es auf die Mittagskarte, Rifugiati, Retromare, all'arrabbiata, con pesce, leichten Weißwein dazu, ist mehr Fleisch dran, als man denkt. Na, Monika, ich finde das Thema ganz spannend. Flüchtlinge. Ja, ich denke da gerade an einen neuen Klugscheißer-Titel. Wir müssen Themen setzen. Ja? Wir dürfen uns nicht treiben lassen vom medialen Mainstream. Flüchtlinge, das ist ein Riesenthema. Da steckt sozialer Sprengstoff drin. Ja? Also ich will den Flüchtlingen das wahre Deutschland zeigen. Ich will dem Innenministerium eine Kampagne anbieten, in der Deutschland so rüberkommt wie Albanien bei schlechtem Wetter. Monika, ich habe da schon ein paar Entwürfe. Ich zeig dir mal die ersten. Und na, ich möchte ein ehrliches Feedback von dir. Aber ganz ehrlich, gell? Also ehrlich, ehrlich oder dein ehrlich? Ist immer jetzt so sophisticated, ja. Aber schon ehrlich, ja. Also es geht in erster Linie, man muss den Flüchtlingen klar machen, wie es in diesem Lande wirklich zugeht. Schau mal hier, der Verteilungskampf um die Lebensmittel ist in vollem Gange. Also wenn man solche Bilder im Ausland zeigt, da werden die Flüchtlinge sich dreimal überlegen, ob sie kommen wollen. Ja, dann auch die Verkehrssituation, Infrastruktur, eine Katastrophe. Nicht? Hier zum Beispiel, wenn der Flüchtling mit dem Auto kommt, da werden sie hot da. Ne? Wenn dann mit dem Radl und wenn er tatsächlich mit dem Auto durchkommt, dann sollte er auf jeden Fall wissen, dass es keine Parkplätze gibt. Ja. Und das Allerwichtigste, also worauf ich setze, was ihn bestimmt abhalten wird, seine Flucht nach Deutschland anzutreten, das ist die Situation in den Kindergärten. Ja. Man wartet ja heute in Deutschland bis zu 80 Jahren auf einen Kindergartenplatz. Ja, was ist, Rick? Da bist du aber schnell wieder zurück. Das war aber ein kurzer Stell-Dich-Ein. Hat sie sich gleich aus deinem Leben wegkompostiert, die grünen Tusnelder. Nein, sie hat schon gesagt, ich wäre der richtige Mann, aber... Ja? Ja, also so vom Typ her würde ich zu ihr passen und ich hätte wohl auch ein Wesen, aber... Ja, Rick, wo ist denn da der Haken? Der Haken ist, sie ist nicht von der Tech, sondern vom Verfassungsschutz. Ja, das ist doch wunderbar. Die haben eine tolle Altersversorgung. Also, wenn du auf Sicherheit stehst, dann nimm's. Ja, die hat gesagt, ich wäre der ideale Spitzel, so quasi der sympathische Terrorist von nebenan. Ja, Rick, und die wollte wirklich dich anwerben? Ja, sie meinte, man könnte ja das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Warum wir nicht mal gemeinsam nach Stuttgart fahren, dort gemeinsam ein paar Steine werfen, andere sympathische Steinewerfer kennenlernen. Ja, ein bisschen Adressen austauschen, Bierchen trinken, Erinnerungsfotos machen und so. Ja, ja. Du, Rick, was zahlen denn die so? Pro Stein oder pro Adresse? Naja, ich habe ja auf jeden Fall gesagt, dass ich eben auf einer anderen Ebene arbeiten würde, mit Parteien, Politikern, Diktatoren. Das war clever. Sehr clever. Das interessiert den Verfassungsschutz bestimmt überhaupt nicht. Monika, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich unsere Internas an den BND weiterquatsche? Ach, jetzt hört doch auf, das ist doch Quatsch. Natürlich nicht. Solltest du auf keinen Fall tun, Rick. Ja, nur wenn ich mal drüber nachdenke, was ich alles weiß über diesen chinesischen Ministerpräsidenten, diesen Wen Jiabao. Ja. Da kämen ja Summen zusammen. Sag mal, hast du die Telefonnummer noch? Das ist die 0171-4485. Oh. Jonas? Ja, Herr Wen Jiabao, au, ja. Doch, doch, ich habe mit der Frau Merkel gesprochen. Ja, ja. Bei dem nächsten Gegenbesuch, sie erklärt sich bereit, vorher bei uns zwei Performance-Künstler einzusperren. Ja. Ja, den Florian Silbereisen und den Roberto Blanco. Yeah.
heute Abend. Herzlich willkommen, Reinhard Schäfer.